Hey Lionel, ich finde deine Videos mega interessant. Das machst du super. Ich wollte fragen, ob du mal ein Video zum Thema Minderjährige mit Verlustschein machen könntest. Der gesetzliche Vertreter, Mutter und Vater, ist nicht verpflichtet, die Rechnungen vom Kind zu zahlen. Leider habe ich das selber erlebt. Als ich 18 geworden bin, habe ich einen ganzen Berg von Verlustscheinen bekommen und Sachen wie zum Beispiel Krankenkasse, Arzt, Spital und sogar Sachen, die ich übers Internet bestellt habe. Ich habe dann nachforschen, ob das legal ist, dass ich das jetzt zahlen darf, obwohl ich nichts dafür kann. Dann haben sie mir sogar beim Betriebsamt selber gesagt, sie hätten schon Verlustscheine ausstellen auf Kinder, die nicht einmal ein Jahr alt sind. Kurz und bündig, ich habe 10 Jahre Lohnpfändung dank meiner super Eltern. Jetzt bin ich 30 und zum ersten Mal einen 13. Monatslohn gehabt, der nicht gepfändet worden ist. Das mit der Krankenkasse ist leider so ein bisschen ein Klassiker. Es gibt mega viele Fälle von Kindern, die 18 werden und nachher irgendwann mal sich das erste Mal auf eine Mietwohnung bewerben und für das einen Betreibungsregisterauszug einreichen wollen. Sie holen dann beim Amt und stellen dann fest, dass Mami und Papi einfach irgendwie die Krankenkasse nicht bezahlt haben oder auch andere Sachen vergessen haben zu bezahlen. Die sind in Betrieb gesetzt worden und jetzt liegt für das ein Verlustschein vor. Konsequenz: die Mietwohnung kannst du vergessen, gewisse Jobs kannst du vergessen, Kreditkarte kannst du vergessen und so weiter und so fort. Und das Beste, wenn du mal anfängst Geld verdienen, dann wirst du direkt aufs Existenzminimum abgepfändet. Egal ob du minderjährig bist oder nicht, wenn du noch nie die eigenen Betriebsregisterauszug gesehen hast, dann geh doch mal auf die Betriebsamt und bestellen. Es kostet 17 Franken plus Porto, es ist nicht teuer und du siehst, ob deine Eltern immer alles gezahlt haben. Für mehr Videos zum Schweizer Recht, folgt mir.